Übersteuerungsalarm. Übersteuerungsalarm. Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play die Reise ins All. Tut mir leid, dass nur so relativ selten Videos kommen. Ich mache das Ganze hier, diese ganze Sache auf YouTube schon ziemlich lange und ich kann einfach nicht mehr jeden Tag. Ich bin zu alt für den Scheiß. Aber es macht trotzdem noch Spaß, deswegen mache ich es ja auch. Und wegen dem Geld. Also, wir sind mit Backfisch fertig, würde ich sagen. Fürs Erste, so ein bisschen. Und deswegen können wir uns jetzt hier ein bisschen, umsehen. In die Wüste? In diese lebensfeindliche Öde sollten wir nur wegen eines sehr überzeugenden Grundes versuchen einzudringen. Tja, dann eben nicht. Dann gehen wir halt an den anderen sehr offensichtlichen Fleck, wo man hin kann. Nämlich hier oben. Ja, oder auch nicht. Ja, gut. Brücke. Da ploppen wir erstmal ein. Strohhalme winden sich im Fluss. Ich weiß, das soll eine Strömung darstellen. Achtung! Ich bin in Achtung! Also Vorsicht! Die Brücke ist natürlich bewacht und wir glücklicherweise unsichtbar, weil wir uns außerhalb des Bildschirms befinden. Denke doch, mit den Gesellen fertig werden zu können. Womöglich, lieber Freund. Unsere Fähigkeiten sind auf unseren Reisen ganz erstaunlich gewachsen. Hä? Da war ein Wort falsch geschrieben. Aber wenn Sie Ihren Blick nur etwas weiter schweifen lassen, erblicken Sie ein Hindernis ganz anderer Natur. Ein AT-AT. Nee, wie hießen die Dinge aus Star Wars? Roboter. Maschinen. Mechers. Egal. Was für eine riesenhafte Ungeheuerlichkeit aus Stahl. Und so etwas übersehen Sie im ersten Moment, Herr Leutnant. Hätte ja auch ein Turm sein können. Der Blick durch den Holographen hat uns vorgewarnt. Wir wissen um die Zerstörungsgewalt dieser Apparate. Es ist kein Wunder, dass sich die martianische Kriegswalze schier unaufhaltsam Bahn bricht, wenn sie sich derartiger Mittel bedienen kann. Unsere Mission ist klar. Wir müssen die Kriegsmaschine zerstören. Na dann, drauf! Wir kämen nicht einmal auf Schussweite heran, ohne zuvor zerstrahlt zu werden. Will es auf den Versuch ankommen lassen, Hasenfuß. Achtung, die Brückenpatrouille. Ich meine, Achtung, klack. Oh nein, wir bewegen uns gleich wieder innerhalb des... Ah, gut, nichts passiert. Innerhalb des Bildschirms. Sind wir etwa hier, um einen Haufen Wüste und Dreck zu bewachen? Das haben wir auch auf Mars zu Genüge. Ja, aber da ist er doch gelb. Rot, rot ist er. Hier ist er gelb. Bald sind die nötigen Reparaturen. Abgeschlossen. Und dann erstürmen wir die saftigen Reste dieser Welt. Warte nur ab, dieser Planet wird uns wie eine frische Braut bekommen. Ach, sie wollen heiraten, ach so. Ich bin des Wartens einfach leid. Der Krieg ist doch schon gewonnen. Die großen Schlachten sind bereits geschlagen. Was diese Welt an Verteidigungskraft aufzubieten hatte, haben wir beiseite gefegt. Machen wir einfach unseren Dienst, ohne uns groß eine Tentakel auszureißen. Du, halte hier Ausschau. Der Rest geleitet zurück in den Schatten. Ja gut, an einem kommen wir vorbei. Aber an dem laufenden Turm, laufenden und schießenden Turm, nicht. Der Präsident hatte recht. Entschuldigung. Verschluckt. So viele Stimmen. Der Präsident hatte recht. Der Gegner legt tatsächlich eine Sorglosigkeit in den Tag, als hätte er bereits den Krieg gewonnen. Und diesen Hochmut soll der Feind noch bitter bereuen. Fangen wir mit dem Einzelnen an. Aber heimlich, Leutnant, heimlich. Wenn die Wache Alarm schlägt, ergeht es uns schlimm. Ja, ja, ja. Werde schon Acht geben, mich ungesehen an den Tentakler zu schleichen. Und dann braten wir ihm eins über. Die Ähnlichkeit nimmt zu. Die Ähnlichkeit nimmt zu. So, aber wir können doch mal speichern, gell? So, neuer Spielstand, damit nichts kaputt geht hier. Und dann können wir, ja, das war ja schwierig. Psst, leise. Na nu, wie wird mir denn? Na tolle, großartiger, dumpf. Ein Wort fällt mir gerade nicht ein. Egal. Der appetitliche Anblick zappelnden Gewebes, noch zappelnden Gewebes. Um Himmels Willen, schnell gebt ihm seine Froschpillen. Narren, Majestät, welche... Tja, muss er halt das Maul immer so weit aufreißen. Na nu, mir war schon wieder so wunderlich zumute. Du liebe Zeit, was ist denn mit dem passiert? Tja, ich würde sagen, sie haben wieder zu viel Platoon gespielt, Herr Professor.
Er ist schnell und in Maßen leise ausgeschaltet worden. Ganz wie Sie es wünscht, Herr Professor. Famos, dann sollen wir unser Glück aber nicht überstrapazieren. Gewinnen wir lieber etwas Abstand. Diese Brücke wird ein harter Brocken. Hoffentlich fällt uns etwas ein. Beseitigen wir erst einmal die Spuren unserer überraschenden Anwesenheit. Du nimmst die schlaffe Tentaklerhülle an dich. Igitt, also in meine Tasche packe ich das scheußliche Ding nicht. Kein Problem, wir haben eine Gemeinschaftstasche. Da kommt das rein, wo auch immer die ist. Aber die hat einen bodenlosen Boden. Das heißt, unten fällt alles raus. Einfach über die Übermacht stürzen? Das ist der sichere Weg ins Verderben. War ja nur die Idee. Eigentlich gar keine Idee. Ich wollte nur mal schauen, was die so sagen. Das heißt, wir müssen uns anderswo irgendwas ausdenken. Zurück nach Backfisch? Schon wieder? Nein, ich will aber keinen Backfisch. Ich hatte gerade das Fischstäbchen. Vielleicht mit dem Felsen irgendwas, irgendwo anders, irgendwie weiter? Nee. Ja gut, dann halt wieder zurück und einfach mal ein bisschen suchen. Vielleicht ist in der Wüste jetzt doch irgendwas. In die Wüste, also in diese lebensfeindliche, nee. Lass mal stecken. Hier ist ja ein Gebirge. Hier ist ein Krater. Aber wo beginnt denn die Wüste? In die Wüste? Ach, hier beginnt die Wüste. Ja, sowas. Ich glaube, ich werde bekloppt. Im Dschungel wird nichts Großartiges mehr sein, denke ich, vermute ich, habe ich das Gefühl, irgendwie den Eindruck. Nee, vielleicht können wir uns ja einen Lobesbrief ausstellen lassen, weil wir so toll sind und dann werden die uns in Backschisch vertrauen. Mögen sie auf ihrem Faden immer sicher im Schutze der Gottheit wandeln, Sagibs. Moment, aber hier können wir schlafen. Ich weiß nicht, ob wir schlafen müssen, aber ich tue es einfach mal. Also wir sind was, vielleicht sind wir schon geheilt. Haben wir zwischendurch gekämpft? Nö. Naja, so ein kleines Nickerchen hilft uns vielleicht auf andere Ideen zu kommen. Ja gut, also über die Brücke kommen wir nicht. Wir können aber nach Backschisch und uns steht noch eine Option offen, nämlich hier irgendwo in dem... Waren wir hier schon mal? Ich lasse meine Kinder nicht mehr auf die Straße. Ständig verschwinden irgendwelche Leute spurlos im Palast. Das könnte jeden treffen. Es ist die Mutter nicht recht, dass wir draußen spielen. Jetzt jammert sie, wenn wir drinnen wie nicht oben. Ja, die weiß auch nicht, was er will. Hier waren wir noch nicht drinnen. Seltsam. Hui, bing, krach, boom. Ja, mit meinem großartigen Soldat. Tja, ich denke nicht, dass sie irgendwas Tolles sagen werden. Ein einfacher Waschzuber. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen, weil wir schon ziemlich lange im Backschisch sind. Turban, Wickelanleitungen, Schnabelschuhspanner und andere Dinge, die schwer auszusprechen sind, die ein echt orientalischer Haushalt so mit sich bringt. Leer! Ach, und ich hatte mich schon so auf etwas Nettes gefreut. Eine kleine Leckerei vielleicht. Ein großzügiges bunte Trockenpilz und wir haben vor allen Dingen das Feuer gerade angezündet. Für 12 Scheite Holz mit einem Scheit könnte man das Feuer 30 Minuten unterhalten. Wie viele Scheite benötigt man, wenn man das Feuer 2 Stunden und 45 Minuten... Ruhe da oben! Wohl wahnsinnig geworden, wie? Keine Mathe-Rätsel in meinem RPG-Maker-Spiel und sowieso weiß jeder, dass die Lösung auf diese Frage natürlich Lagenscheite ist. So, hier würde ich nämlich gerne rein und dann müssen wir uns wohl ein bisschen freikaufen. Herr Omar ist beschäftigt, es ist zurzeit ganz unmöglich, ihn zu sprechen. Tja, die Vertrauten sind des Orients. Ändern 20 Taler die Situation? Willkommen, Effendis, willkommen. Mein Herr hält sich gerade im Rauchsalon auf. Mensch, angekündigt wurden sie quasi. Irgendwie. Die Kommode beherbergt feinstes Teegeschirr aus erlesenem Porzellan. Eine Wette! Dieses enorme Gefäß könnte mir glatt als Behausung dienen. Na jetzt, untertreiben Sie mal nicht. Das ist eine eigene Insel. Duft! Wässerchen! Alarm! Ich habe hier... Wie? Wo? Wie, der Duftwässerchenfabrik. Na, da dürfen wir noch nicht ran, ne? Die Truhe ist fest verschlossen. Kommt da ein Genie raus? Irgendwas, belanglos. So, der Herr. Wo sind Sie hin, die alten Tage, als meine Kamele die gesamte Welt des Orients belieferten? Die neuen Herren versorgen sich selbst mit Hilfe ihrer Fluggefährte. Da ist kein Geschäft zu machen. Und der heftige Krieg hat die Geldbörse meiner alten Kundschaft abgebeutelt. Noch sitzen die Taler für meine Dienste längst nicht mehr so locker wie in der guten alten Zeit. Aber immerhin ist er jetzt um 20 Taler reicher. Nicht er, aber der Diener. Keine Sorgen.
Was verstehen Sie schon von den Erfordernissen kamelgetriebener Logistik und oasengebundenen Absatzmärkten? Das hat mir jetzt gar nichts gebracht! Ich dachte, der wüsste vielleicht irgendwas, könnte uns irgendwie helfen. Der hat ja irgendwie ein bisschen das Sagen oder so. Oder irgendwas zumindest. Er hat eine Pfeife. Die Menge an Duftöl und Harzen ist entschieden zu großzügig gewählt. Ich vermute mal, wir müssen später nochmal hier hin. Kein Zeug, Herr Alex, nicht mehr aufpfiffen. Die Kommode. Müssen wir dann jedes Mal zahlen, wenn wir zu ihm wollen? Na gut, meinetwegen. Dafür lade ich den Spielstand jetzt nicht nochmal. Wir haben erst letztens 5000 Taler ausgegeben, nur für den kleinen Jungen. Da tun mir die 20 Taler nicht weh. In der Geldbörse. Was könnte man noch machen? Na toll, wieder mal. Die alte Leier. Die alte Leier des Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Ah, verrückt, und wie dankt es warum? Wo waren wir noch nicht? Das ist der Adalin. Ohne seine Wunderlampe. Das hatte ich bei der Videobearbeitung noch gesehen. Damit würdest du gleich als orientalischer Prinz durchgehen, Schatz. Karneval ist geflausen. Behänge mich doch nicht mit Zierrat. Von Orden natürlich abgesehen. Und Epauletten. Und Uniform aufnähern. Und. Ja. Kann seine Goldwaage wieder einpacken, auf die er meine Worte zu legen pflegt. Also doch nichts von Belang. Schade. Ach, hübsche Melonen. Ah, Citrullus lanatus. Oder so. Das geht auch. Jetzt wird's aber ein bisschen kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Route überhaupt schon mal geschafft habe. Wir kommen. Wir nehmen uns mal ein Zimmer. Vielleicht finden wir noch irgendwas in dem Zimmer oder können in das andere Zimmer hineinlunzen. Sie könnten an keinem geschmackvolleren Ort nächtigen. Es kostet nur die Kleinigkeit von 50 Talern. Das ist ja geil, ist ja. Schnäppchen ist es hier. Im Krieg. Nehmen Sie die erste Tür hinter dem Vorhang. Ich wünsche Ihnen wohl zu ruhen tun. Gut, dann werden wir machen. Das ist bestimmt das Rätsels Lösung, weil sehr viel mehr bleibt ja nicht über. Wie aufmerksam, ein Wasserkrug für die Morgenwäsche. Da wartet eine hübsche Erquickung auf uns. Ja, sofern sich jemand findet, die Fliegenschicht abzuschöpfen, die den Wasserspiegel bedeckt. Oh, pardon, gnädigste. Ich habe zuweilen Probleme, über den Rand dieser hochbodigen Gefäße zu blicken. Möchtest du schlafen? Nein. Möchtest du schlafen? Nein. 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 Schlafen wir mal. Ich will zu wohl zu ruhen. Und du schnarchst nicht wieder, du grässlich, mein Lieber. Wir können auch im Dschungel übernachten. Das ist nicht das Problem, also. Bringt uns das hier irgendwas? Nee. Irgendwie auch nicht. Ich möchte nicht in die Komplettlösung schauen, die auf der Webseite von der Allreise, dem Real Troll, ausliegt. Tja, haben wir uns jetzt als dolle Leute identifiziert, indem wir hier übernachtet haben. Auskunft auf linkem Zimmer. Bringen Sie mir einen Beweis, dass wir wirklich auf derselben Seite stehen, dann sehen wir weiter. Was sagt ihr dazu? So, Geld gespart. Wir müssen kein Geld ausgeben und wir müssen nicht übernachten. Wir müssen dem Mann einfach nur die Überreste des Tentaklers geben. Ja, wieso ich da nicht vorher dran gedacht habe? Weil ich halt nicht die Fakten zusammengezählt habe. So, dann wollen wir mal. Hilfe, komm in linkes Zimmer im Bereich. Was sagt ihr denn dazu? Donner, Doria, sie haben einen dieser scheußlichen Wesen tatsächlich zur Strecke gebracht. Schnell weg damit, bevor jemand sieht, was sie hier so sorglos spazieren tragen. Tja, wenn das kein Beweis ist, auf wessen Seite sie stehen, weiß ich auch nicht, was man noch verlangen könnte. Hier, bitte sehr, mit diesem Schlüssel können Sie sich Zugang zum fraglichen Zimmer verschaffen. Du erhältst einen Schlüssel. Aber denken Sie daran, Diskretion, wenn wir entdeckt werden, ist das unser aller Untergang. Gut.
dann bin ich ja mal sehr gespannt darauf, was sich genau hinter dieser Tür befindet. Aber das werden wir heute nicht mehr erfahren. Ich würde einfach sagen, wenn euch das hier Spaß machte, dann schaut auch meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Falsch betont. Bis zum nächsten Mal.